Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 30. Hogwarts öffnet seine Tore. An dem Abend im März, an welchem die Schule wieder eröffnet wurde, traf sich Draco mit Susan zum Eisessen bei Florian Fortescues Eissalon. Ihm war völlig egal, ob sie in einem Café saßen oder in einem Restaurant. Die Hauptsache für ihn war, dass er ihr seine Entschuldigung persönlich überbringen könnte, was sich jedoch als sehr schwierig erwies. Er hatte sich selten in seinem Leben für sein Verhalten entschuldigen müssen. Mehrmals setzte er an, ihr sein Bedauern auszusprechen, aber bevor er ein Wort der Reue verlieren konnte, verließen andere seinen Mund. So sprach er den Abend der Verleihung an, an dem sie zusammen bei den Weasleys getanzt hatten. Sie hatte es zwar schon in einem Brief erwähnt, aber es war etwas völlig anderes, ihre Augen fröhlich glitzern zu sehen, wenn sie davon schwärmte, wie gut ihr das gefallen hatte. Draco fühlte sich geschmeichelt, als sie ihn einen außerordentlich guten Tänzer nannte. Das war ein Kompliment, wieder eines von ihr. Er musste sich bedanken oder eines zurückgeben, wie Severus es ihm erklärt hatte. Das letzte Mal hatte er sich einfach bedankt. Dieses Mal. Sein Herz raste, als er krampfhaft versuchte, nach einem ehrlichen Kompliment zu suchen, welches er ihr entgegenbringen konnte. Er blickte sie an und vergaß für einen Augenblick die Zeit. Ihr kräftig rotes Haar wurde von den letzten Sonnenstrahlen geflutet, die einige Strähnen zum Glänzen brachten. Ohne zu überlegen, sagte Draco geistesabwesend: Ich hätte nie gedacht, dass mir rote Haare so gefallen konnten. Ihr Lächeln verschwand und wurde durch einen fragenden Blick ersetzt. Was hatte er da nur gesagt? Er meinte es als Schmeichelei, aber es kam völlig anders rüber. Ich meine... sagte Draco stockend, bevor Susan befreit lachen musste. Schon gut, keine Sorge. Wenn ich mich jetzt in Sie hineinversetze, Mr. Malfoy, dann würde ich meinen, Sie hätten eine Abneigung gegen rote Haare. Wegen der ganzen Weasleys, mit denen Sie in der Schule nicht gerade gut ausgekommen sind. Daher nehme ich das als Kompliment, sagte sie schäkernd. Woher wusste sie nur, wie seine Gedanken sich verzweigten? Rote Haare brachte er tatsächlich stets mit den Weasleys in Zusammenhang, und dass er die damals nicht leiden konnte, war kein Geheimnis. Draco lächelte verlegen und erklärte: Trotzdem habe ich mich ungeschickt ausgedrückt. Aber Susan lachte nur und winkte ab. Mr. Malfoy, die wenigen Male, die wir uns bereits getroffen haben, wie soll ich das beschreiben? Naja, es ging immer hoch und runter, auf und ab. Vielleicht sollten wir mal versuchen, die Waage zu halten und ab einem Punkt konstant weiterzumachen. Vielleicht ab heute? Suggerierte sie ganz offen, bevor sie einen Schluck von ihrer Eisschokolade nahm. Gegen das Lächeln, das ihre Worte auf seine Lippen zauberte, konnte er nichts unternehmen. Nickend stimmte er zu, doch er sagte: Aber nur? Sie horchte interessiert auf. Natürlich würde ein Malfoy eine Bedingung stellen, und sie war ganz gespannt darauf, welche das sein würde. Er lächelte nochmals und beendete seinen Satz: Wenn Sie mich wieder beim Vornamen nennen, den Punkt hatten wir schon hinter uns.
Die Schüler trafen zur entsprechenden Uhrzeit am Bahnhof ein. Erstklässler würden erst im September eintreffen, weswegen der Professor für die Pflege magischer Geschöpfe dieses Mal wegen der reiferen Schüler nach Hogsmeade gekommen war, um sie mit den Kutschen abzuholen. Hagrid kullerte eine Träne über die Wange, die gleich darauf unbemerkt in seinem zottigen Bart verschwand, und sein großes Herz wurde ganz schwer, als er mit ansehen musste, wie viele Schüler nun die Testrale bestaunten und streichelten. Die Idee mit den Aufbauklassen stellte sich als kleiner Geniestreich heraus. Durch die gezielten Testbögen würden die Lehrer noch vor der Einschulung der Erstklässler im September herausfinden, welche Schüler über welchen Wissensstand verfügten. Die Atmosphäre in Hogwarts war in dieser Zeit sehr entspannend. Die Schüler mussten nichts lernen und bekamen auch keine Hausaufgaben auf. Sie mussten lediglich im Unterricht Fragebögen ausfüllen, Essays schreiben, ihr Geschick im Brauen von Zaubertränken unter Beweis stellen, praktische Prüfungen bei Professor Flitwick in Zauberkunst ablegen und so weiter und so fort. Sie mussten sozusagen zeigen, was sie konnten. Professor McGonagall stellte fest, dass 7 Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren die Fähigkeit besaßen, sich in einen Animagus zu verwandeln, was sie natürlich erst Albus und dann dem Ministerium mitteilte. Auffällig war, dass die Animagi der 7 Schüler ausschließlich Fluchttiere darstellten. Im Lehrerzimmer hörte Harry, wie Minerva mit Albus darüber sprach. Sie erklärte, dass eine Animagus-Form nicht frei wählbar war, sondern von der Persönlichkeit abhängen würde. Harry war dabei, als die 4 Mädchen und 3 Jungen stolz ihren Animagus vorführten. Dabei kamen so scheue Tiere ans Tageslicht wie ein Chinchilla, eine Rennmaus, ein Pferd, 2 Rehe, ein Kaninchen und ein Meerschweinchen. Ängstliche Tiere, die bei dem kleinsten Laut aufgeschreckt das Weite suchten. Noten wurden bei der Überprüfung des Wissensstandes nicht vergeben. 4 ältere Schüler imponierten so sehr mit ihren Fähigkeiten, dass sie die UTZ-Prüfung außerhalb der Reihe ablegen durften. Nach relativ kurzer Zeit konnten alle verbleibenden Schüler in einzelne Klassen eingegliedert werden. Ginny kam in einer der 2 zukünftigen Siebtklässlerklassen, in denen man bis zum regulären Beginn des Schuljahres bisherigen Unterrichtsstoff etwas auffrischen wollte. Draco besuchte keine der Klassen. Neben ihrer Ausbildung zur Heilerin im St. Mungus verbrachte Hermine ihre Nachmittage bei Snape im Kerker. Das Angebot, seine Zaubertränkeschülerin zu werden, hatte sie nicht mehr angesprochen. Zu Rons Bedauern war Hermine bald öfter in Hogwarts als bei ihm zu Hause. Obwohl er durch das harte Training bei Pfützensee meist spät nach Hause kam, musste er trotzdem noch auf Hermine warten. Kaum hatte sie begonnen, sich regelmäßig mit Snape wegen Harrys Gabe zu treffen, kam auch bald schon ihr Patronus Otter, der ihm mitteilte, dass sie in Hogwarts bei Harry auf der Couch übernachten würde. Ron nahm diese Nachricht zum Anlass für ein kurzes, herzliches Treffen mit seinem besten Freund und einer etwas größeren Auseinandersetzung mit Hermine, die nachgab und trotz der fortgeschrittenen Stunde mit ihm zurück nach Hause ging. Wenige Tage nach dieser Auseinandersetzung besuchte Hermine Harry, bevor sie in den Kerker ging. »Was ist los, Mine?«, fragte Harry, der ihren sorgenvollen Blick nicht übersehen konnte. »Sag mal, hat Ron in letzter Zeit mal mit dir geredet? Ich meine, so über alles Mögliche?« begann Hermine zögerlich. Nicht drumherum redend, fragte Harry. »Über dich?« Hermine nickte, während sich ihre Augen langsam mit Tränen füllten. Sie trocknete sie mit ihrem Ärmel, bevor sie stockend erklärte. »Ich glaube, dass ich ihn nicht glücklich machen kann, Harry. Was soll ich denn nur tun? Wir sind schon so lange verlobt. Ich liebe ihn wirklich. Es macht Spaß, mit ihm Schach zu spielen. Er ist witzig. Ich meine, ich bekringe mich vor Lachen, wenn er Boah, ey, oder krass sagt.
Er ist dann so süß. Hermine konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ließ ihnen freien Lauf, während sie weiterhin erklärte. Aber wir drehen uns im Kreis, Harry. Wir kommen einfach nicht voran. Dabei möchte ich so gern weiterkommen im Leben. Ich glaube, wir bremsen uns gegenseitig aus. Harry hatte sich alles in Ruhe angehört, bevor er fragte. Hast du mit ihm schon mal darüber gesprochen, was dich beschäftigt? Entmutigt schüttelte sie den Kopf. Sie atmete einmal ein und aus, um sich zu stählen, bevor sie sagte. Ach, weißt du, vielleicht ist das nur eine Phase bei mir. Vielleicht ist ja alles in Ordnung. Nur ich bin komisch. Ich möchte wirklich gern das Angebot von Snape annehmen. Aber wenn Ron jetzt schon so sauer wird, ich meine, ich bin doch nur während meiner Freizeit hier. Sollte ich Zaubertränkeschülerin werden, würde ich noch mehr Zeit hier verbringen. Fordernd fragte Harry. Vor was genau hast du Angst, Hermine? Es dauerte eine Weile, bis sie leise und schluchzend zugab. Dass ihm das Herz breche. Harry tröstete seine beste Freundin und nahm sie in den Arm, bis ihre Atmung sich wieder normalisiert hatte. Danke, Harry. Danke fürs Zuhören. Das war wirklich notwendig. Ich gehe dann mal nach unten. Sagte sie, während sie von Harry zur Tür begleitet wurde. Na dann, viel Spaß im Kerker. Und Hermine? Sagte Harry, der noch wartete, bis sie ihm in die Augen blickte. Dann gab er ihr mit auf den Weg. Ron ist kein Hellseher. Du musst ihm sagen, was in dir vorgeht. Sie nickte und lächelte dankend. Hermine war keine 2 Monate regelmäßig in Hogwarts. Da stand eines Abends Ron bei Harry auf der Matte, um mit ihm zu reden. Sein bester Freund wirkte bedrückt. Es war nicht schwer zu erahnen, dass er Probleme mit Hermine hatte. Harry hatte das Gefühl, dass er den Anfang machen musste, wenn die Situation nicht eskalieren sollte. So sagte er unverbindlich klingend, Ron, ich beneide dich. Ich beneide dich um deine Kindheit, deine Sorglosigkeit, deine Leichtigkeit, das Leben zu sehen. Vielleicht bist du mein bester Freund, weil du mich niemals hast merken lassen, dass ich das alles nie hatte. Harry ließ den Satz jetzt einen Moment wirken, bevor er zur Sache kam. Hermine ist genauso mein Freund wie du. Er erinnerte sich für einen Moment an das trimagische Turnier, als er Ron aus dem See retten musste und Hermine gleich mitnehmen wollte, weil auch sie seine Freundin war. Dann gab Harry offen zu. Ich habe mir aber nie vorstellen können, mit ihr etwas anzufangen, das über Freundschaft hinausgeht. Mit zusammengekniffenen Lippen nickte Ron zustimmend. Weißt du, Harry, ich liebe sie wirklich, aber wir hatten nach unserer Verlobung irgendwie keinen Plan mehr. Eigentlich vorher schon nicht. Keiner von uns wollte den nächsten Schritt wagen. Keiner hat darüber gesprochen, wann denn nun mal die Hochzeit sein soll. Es hat ewig gedauert, bis wir überhaupt zusammengezogen sind. Und noch immer hat jeder von uns einen Großteil seiner Sachen bei den Eltern stehen. Wir haben eine so lange Verlobungszeit hinter uns. Ich glaube, euer Papst wäre stolz auf uns. Harry versuchte entspannt zu lachen, um Ron aufzulockern. Versteh mich nicht falsch, Harry. Ich will nicht über Mine lästern oder so, aber ich kann einfach mit ihren Interessen wenig anfangen. Konnte ich noch nie. Dieses ständige Lesen. Immer wieder schenkt sie mir Bücher. Das ist lieb gemeint, mich zum Lesen animieren zu wollen. Aber dann lieber Science-Fiction oder sowas. Aber nichts über Tiere der magischen Welt. Sich in Hermine hineinversetzend, erwiderte Harry. Ja, verstehe ich, Ron. Und ich denke, im Gegenzug kann sie nicht deine Begeisterung für Quidditch teilen. Natürlich feuert sie dich auch im Stadion an. Aber es ist trotzdem nicht ihr Ding. War es in der Schule schon nicht. Ich käme mit ihr als Partnerin auch nicht gut aus. Aber als Freund, so als Kumpel, Ron, da passen wir beide wirklich super zu ihr. Ron lächelte, bevor er bedrückt zugab. Sie will unbedingt ihren Meister an Zaubertränke machen und ich glaube, ich stehe da im Weg. Nach einer Weile wurde die Stille unterbrochen. Ich liebe sie, Harry, wimmerte Ron, während er verloren auf den Boden blickte.
Ich weiß, antwortete sein Freund leise. Nachdem er einmal tief durchgeatmet hatte, sagte Ron fast flüsternd. Aber wir passen einfach nicht zusammen. Seufzend erwiderte Harry. Ich weiß. Aber Ron, es wäre besser für euch beide, wenn du das Gespräch, das wir gerade geführt haben, einmal mit ihr beginnst. Dieses Mal antwortete Ron knapp. Ich weiß. Bekümmert sagte Ron über seinen zerplatzten Traum. Ich habe immer gedacht, sie wäre es, Harry. Den Kopf schüttelnd erwiderte Harry. Lass den Kopf nicht hängen, Ron. Ich bin sicher, dass ihr beide offen darüber reden könnt. Hermine wird dich verstehen. Ich bin mir sicher, dass du nicht um ihre Freundschaft bangen musst. Hier begann Ron zu schluchzen, bevor er offen weinte, woraufhin er sich willig von Harry zum Trösten in die Arme nehmen ließ. Nachdem Ron sich gefasst hatte, sagte er, Das hat mir immer am meisten Sorge bereitet. Ich meine, zu glauben, dass ich sie komplett verliere, wenn wir unsere Beziehung beenden. Ich will sie als Freundin behalten. Das, was wir hier zusammen tun, das macht mir Spaß, weißt du? Abenteuer bestehen und Rätsel lösen. Du bist in den einen am besten und mir in dem anderen. Ich will aber weiterhin mittendrin sein, Harry. Wieder begann Ron zu weinen. Harry verstand seinen Freund. Der bangte mehr darum, Hermines Freundschaft für immer zu verlieren, als die Beziehung zu beenden. Ron, ein Trio besteht aus 3 Leuten. Das wird so bleiben. Du brauchst gar nicht zu denken, dass du überflüssig bist. Wenn du in der ersten Klasse nicht die Schachpartie gewonnen hättest, würde heute alles ganz anders aussehen. Du bleibst für uns beide unersetzlich, Ron. Versicherte ihm Harry lächelnd. Tröstend und aufmunternd sagte er abschließend zu seinem Freund. Aber was ganz für euch beide spricht, ist, dass ihr es fast gleichzeitig gemerkt habt. Glaub mir, Ron, so können wir am besten das sein, was wir immer waren. Die allerbesten Freunde. Nach einer Weile gestand Ron mit qualvollem Gesicht und heiserer Stimme. Ich werde ein Momentchen brauchen, um den Schock zu verdauen. Einen Augenblick später fügte er beteuernd hinzu. Und wenn ich mich gefangen habe, dann rede ich mit ihr. Ganz sicher. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.